Und weiter geht's über Mega Man Unlimited. Immer noch, ihr wisst schon wo. Im Orbit hier. Im Scheißhaus hier. Weil es mir auf den Sack geht. Geht mir auf den Sack. Obwohl die Stage geht ja eigentlich. Die ist ja nicht so schlimm. Nur sie kostet einem eventuell viel Energie, wenn man nicht aufpasst. Ah, und jetzt, das war, was ich sagte, diese Stage ist ja nicht so schlimm. Das war meine gerechte Strafe. Okay, so werde ich bestimmt nicht mehr zur Kometwurm gehen. Auf keinen Fall. Ich will volle Leben haben, wenn ich bei ihr bin. Ich will auch eine reelle Chance auf den Sieg haben. So, und runter. Alter, wie viele Parts wir jetzt schon mit Kometwurm hier haben. Viel zu viele. Obwohl, so viele Parts sind es ja nicht. Sind ja meistens mehr 10-Minuten-Parts, wo ich hier dran sitze. Davon gehen ja zwei drauf für einen richtigen Part. Also, ich denke mal, das ist noch im Rahmen. Aber ich muss jetzt auch mal langsam schaffen. Ich will es schaffen. Ich will sie schaffen, besser gesagt. So. Lass mich in Frieden. Leck mir meine Hoden. Lasst mich durch. Ich muss zu Kometwurm vordringen. Oh je. Ob ich das schaffen werde, ist natürlich eine andere Frage. Oh, Energie. Das ist gut. Das lässt die Chancen wieder steigen. Slide einfach durch und bewege dich vorwärts. So. Keine Zeit hier zu verlieren. Ach. Oh oh. Gut. Rush-Jet her. Und durchfliegen. Oh nein! Nein! Fuck! Fuck! Scheiße! Scheiße, Alter. Ja, okay, wenn ich jetzt zu Kometwurm komme, habe ich noch ein volles Leben für sie. Das war jetzt gerade ärgerlich. Naja. Es ist noch nichts verloren. So, und jetzt springt vernünftig hier drauf. So, danke, danke, danke. Oh, diese Laser-Metals. Kein Arsch hat Laser-Metals in seiner Stage. Sowas gibt's doch nur bei Kometwurm, meine Fresse. Wie kann man auf so einen Scheiß kommen? Vielleicht ein Scheiß, die Idee ist eigentlich cool. Aber es ist irgendwie... Es sieht total brutal aus. Ja. Gut. Ach ja, Rush-Jet her. Lasst mich durch. Danke, danke, danke. Scheiß doch, scheiß doch.
keine Zeit für solche Spacken. Und einfach nach oben, Mega Man, einfach nach oben. Und das noch und Weg frei machen. Fuck. Das war jetzt nicht so geplant, aber okay. Und Rushjet und rüber. Rüber, sagte ich. So. Hallo Kometwoman, wie geht's dir? Bossmusik ist episch. Fuck. Oh, das war gemein von ihr. Ah, du dumme Bitch. Meine Fresse. Kometwoman, du dumme, dumme Bitch. Ah. Nein! Nein! Ich hatte sie fast! Hat. Und weiter geht's auf ein neues Kometwoman. Ja. Ja, die Musik ist ziemlich geil und episch. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, die Stage. Ich hoffe, dass ich ziemlich schnell durchkomme. Ich muss schnell zu ihr vordringen. Denn langsam, ja. Einfach nur durch hier. Wir müssen schnell wieder Kometwurm erreichen. Ich hoffe, keiner macht hier einen Discounter für Kometwurmen. Also, wie oft ich bei Kometwurmen versagt habe. Wie oft sie mich gekillt hat. Wie oft sie mich vernichtet hat, auseinandergenommen. Ja, toll. Aber, der Vorteil ist, irgendwie hat sie jetzt ziemlich oft gewonnen. Und dann nimmt sie mich bestimmt irgendwann gar nicht mehr ernst. Und das könnte ihr zum Verhängnis werden. Aber vorher wird es mir erstmal zum Verhängnis. Und ihr wird gar nichts zum Verhängnis. Mann, es ist so scheiße. Ihr seid so scheiße, Leute. Ich schwöre, ihr seid so scheiße. Ja, willkommen, Game Over. Das klingt doch keinen Sinn jetzt. Volle Leben für Kometwoman. Die werde ich brauchen. Ja. Und
Wie ich gehört habe, haben schon manche Leute eine Theorie aufgestellt, dass Mega Man der eigentliche Böse ist. Die Robot Master sind eigentlich die Guten. Weil Mega Man dringt ja einfach zu denen ein, in die Stage, ne, und greift sie dann einfach an. Ja, Unverschämtheit, ne? Aber echt. Deswegen hat der Mega Man auch immer so schwer. Lass mich durch, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ach, ich habe ein Leben bekommen. Das ist gut, das ist gut. Die werde ich brauchen für Kometwummen. Also wie gesagt, Leute, ich bitte nicht um einen Death-Counter. Wie oft ich bei Kometwummen versagt habe. Ich meine, wer will auch schon so hoch zählen? Ganz ehrlich, dafür müsste man ja bald schon neue Zahlen erfinden. So. Komm. Danke, 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 danke. Rushjet her. Ach, meine Fresse. Ja, das ist gut. Er ist wenigstens nicht gestorben. Das ist ja. Ach, weißt du was? Wir können hier schon diesen Rainbow Beam nehmen. So, danke. Dadurch erspart man sich einiges an Mist. Komm, jetzt nicht ganz so viel Energie verlieren. So, Rushjet her. Und fliege, mein dummer Hund. Fliege. Kriegst auch einen Knochen. So, ja. Kriege ich vielleicht noch eine Kleinigkeit? Ja, Waffenenergie ist eigentlich nicht so groß erforderlich, aber... vielleicht eine Energie? Eine kleine? Damit ich auch sicher Kometwurm erreiche? Ach, scheiß drauf. Schaffen wir auch so. Okay, weil ich es gesagt habe, natürlich jetzt nicht. Aber was soll's. Oh je, das war jetzt schon knapper. So. Und weiter geht's hier. Energie. Wie gesagt, die Challenge bestand nur darin, die Bosse Buster Only zu machen. Von der Stage war nie die Rede. So, meine Fresse. Hallo, Kometwoman. Thank you.
Nein! Scheiße! Das habe ich kommen sehen. Komm, ja! 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 Geschafft! Oh, bitte zählt den Death-Counter nicht, den der für Kometum her musste. Oh Gott. Wie oft die mich gekillt hat, meine Fresse. You got Comet Dash. Und save das Game, bitte. 5 Stunden allein schon hier. 834 Schrauben. Ich glaube, haben wir jetzt tatsächlich über 100 Schrauben bei Kometum gesammelt oder so? Keine Ahnung. Oh je, ich brauche erstmal eine Pause, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir uns dann um den letzten Robot Master kümmern. Bis dann, zum nächsten Mal bei Mega Man Unlimited. Ja, oder auch gleich, je nachdem, wie ich die Parts zusammenschneiden muss. Jedenfalls, man sieht sich, Leute. Haut da rein.